Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge oder besser gesagt zu einem komplett neuen Projekt auf meinem Kanal. Ja, ich habe mir jetzt vor kurzem PlayStation Now geholt und ich habe jetzt gedacht, okay, ich möchte ein Spiel starten über PlayStation Now, möchte mir selbst ein Bild von PlayStation Now machen. Viele habe ich jetzt schon, also von vielen habe ich gehört, ja, schau das Stadia an, schau das GeForce Now an und und. Und ich habe jetzt gedacht, okay, PlayStation wollte ich eh ein neues Projekt machen. Was würde sich dafür besser geben, als dass man sagt, okay, man spielt auf PlayStation Now einmal was, dann kann man das auch gleichzeitig testen. Und ja, ich möchte das jetzt nur kurz mit euch so durchgehen, möchte mal schauen, was gibt es, was würdet ihr vielleicht mit mir gemeinsam spielen wollen. Und ja, schauen wir uns einmal an, was es grundsätzlich zum Download gibt. Schauen wir mal alle Freigaben, was es hier gibt. Gut, sagt mir hier jetzt eigentlich nichts. Assetto Corsa würde mir jetzt hier was sagen, sonst eigentlich gar nichts. Beyond Two Souls, okay. Bloodborne. Ja, Borderlands. City Skylines ist auch dabei, okay, sehr, sehr interessant. Dead Island. Was haben wir dann noch dabei? Dirt Rally, okay. Eve Volkaya Warzone. Formel 1 bis 2017, For Honor, das hätte ich auch noch so. God of War 2 Remastered. Okay. Was ist Killzone? Farming Simulator 19, den habe ich aber auch so noch und noch am PC auch. Also das würde ich jetzt noch nicht so wirklich gerne beginnen. Mafia 3 würde mich interessieren. Metro würde mich auch interessieren. Bin da auf jeden Fall gespannt, was ihr jetzt sagt. Okay, MudRunner wäre auch sicher was. Wo ihr jetzt sagt, ja, das wäre ein cooles Let's Play. Das könnten wir dann auch direkt über PlayStation Now probieren. Ich möchte es aber auch dann, muss ich fairerweise sagen, nicht herunterladen. Also ich möchte es wirklich streamen. Und ja, also da, das ist wirklich Shadow of the Tomb Raider, okay, gibt's auch. Das ist halt dann wirklich das, wo ich jetzt sage, ich möchte streamen, ich möchte es nicht runterladen. Es sind auf jeden Fall ein paar Titel dabei, wo ich jetzt sage, ja, die sind gar nicht einmal so schlecht. Wie gesagt, da lasse ich euch jetzt einmal euch abstimmen. Uncharted The Lost Legacy. Until Dawn hat es schon einmal gegeben auf meinem Kanal, also das werde ich nicht spielen. So Wolfenstein könnte man auch spielen. So, schauen wir noch nach, was gibt es sonst noch? Spiele für die PlayStation 3, das ist auch sehr, sehr interessant. Und dann werden wir uns noch die Exklusiven anschauen. Also wie gesagt, ihr könnt mir jetzt hier mal wirklich ein paar eure Vorstellungen mal schreiben. Battlefield Hardline, okay, ja. Wäre ein kurzes Let's Play, was ich so gehört habe. Selbst noch nicht gespielt, aber würde mich da auch interessieren. Und ja, Crazy Taxi, na, das sagt mir noch was von früher. Das war eigentlich auch immer ein wirklich lustiges Spiel. Würde mich auch darüber freuen. Könnten wir dann auch vielleicht in das Ganze aufnehmen. So Cast 2 für die Jüngeren. Wollte eigentlich immer meinen Sohn nochmal spielen. Jetzt hat er die Möglichkeit dazu. God of War. Erster Teil, zweiter Teil. Ist sicherlich auch nicht schlecht. Ja, wie gesagt, also ich möchte da wirklich auch was streamen, dass ich hier mal sehe, wie ist die Qualität. Killzone könnten wir auch spielen. Die ganzen Lego-Teile.
Bin ich auch jetzt nicht abgeneigt davon. Mafia 2, sehr, sehr gutes Spiel. Habe ich auf der PlayStation 3 früher mal angespielt, nicht durchgespielt. Was haben wir sonst noch dabei? Ja, es ist eigentlich ganz schön viel dabei, also bei PlayStation Now. Also ich muss sagen, es hat, wow, Red Dead Redemption, das wäre auch was, muss ich sagen, das würde mich auch sehr, sehr reizen. Auch die Resident Evil Teile würden mich auch reizen. Also schreibt es mir wirklich in die Kommentare rein, was euch hier so gefällt. Und das Sonic, habe ich sehr, sehr gerne am Sega gespielt. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Ich weiß jetzt gar nicht, The Last of Us. Okay, da hätte ich die Remastered-Version für die PlayStation 4 Pro. Das wäre jetzt da vielleicht nicht so gleich das, was ich spielen würde. Yakuza, muss ich sagen, ist jetzt auch nicht so ganz meins. So, dann schauen wir noch schnell zurück. Schauen wir mal, was PlayStation 2 haben wir hier auch. Okay, wie gesagt, ich war hier jetzt noch nicht wirklich drinnen. Ja, schauen wir das jetzt auf jeden Fall da mal mit euch an. Was haben wir hier an Exklusivtiteln? Bloodborne, Golf, Flower, God of War. God of War, also das würde mich auch, wie gesagt, sehr, sehr reizen. Da anzufangen mit der Killzone genauso. Ja, aber wie gesagt, das überlasse ich da wirklich euch. Also ich bin hier eigentlich in fast jedem Spiel fast Neuling. Außer The Last of Us, das habe ich schon mal durchgespielt. Und Uncharted habe ich die komplette, bis auf The Lost Legacy, habe ich alles zu Hause auf der Vierer. So, was haben wir denn noch im PlayStation 2 drinnen? Da wird wahrscheinlich nicht mehr viel sein, genau, da gibt es nur die. Ja, das ist jetzt nicht wirklich allzu viel mehr, was es hier gibt. Aber. Ja, wie gesagt, sollte jetzt wirklich nur mal ein ganz ein kurzer Einblick darauf sein, weil ich hier wirklich etwas testen möchte auf PlayStation Now, wie das mit dem Streaming funktioniert. PlayStation Now funktioniert das Streaming grundsätzlich jetzt nur auf der PlayStation direkt oder am Computer. Ich mache es aber jetzt über die PlayStation direkt. Nur so kleine Specs, dass ihr euch auch auskennt. Ich habe eine 100-Mbit-Leitung zu Hause. Also an der sollte es grundsätzlich nicht scheitern, dass wir das hier auch dann so hinbekommen, dass das auch gut aussieht. Ja, wie gesagt, eure Abstimmung, schreibt es mir bitte in die Kommentare, was ihr sehen wollt. Und ja, und das werden wir dann auch spielen. Und bin auf jeden Fall gespannt, was ihr mir jetzt hier so dann anbieten werdet zum Spielen. Gut, dann wünsche ich euch auf jeden Fall noch einen schönen Tag und schreibt mir bitte, was wir hier als Projekt PlayStation Now dann nehmen können. Und ja, ich werde auf jeden Fall das auch Projekt PlayStation Now nennen. Und da werden wir mal sehen dann direkt, wie das Ganze dann auch funktioniert. Gut, dann wünsche ich euch auf jeden Fall noch einen schönen Tag. Baba, ciao, ciao und bis zum nächsten Mal.